Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, wer hätte es gedacht. Und was ihr im Hintergrund seht, das ist Team Doubles. Team Doubles Halo 3, zusammengespielt mit dem Imba, war relativ taktisch. Und Imbas Channel werdet ihr auch nochmal in der Beschreibung finden. Kommt auch bald ein Video mit ihm zusammen und ja, genau. War relativ taktisch hier. Team Doubles ist ja von vielen, wenn man so will, zu campend verpönt. Ja, Doubles ist sehr, sehr Power-Position-lastig geworden, vor allem in Halo 3. Also, man hat, vor allem bei der Map ist es extrem. Es gibt zwei Power-Positions, das ist einmal die Base und die Gegner-Base natürlich, also die eigene und die Gegner-Base. Und dann gibt es eben eine Power-Waffe, das ist, das Snipe in der Mitte. Und es geht eben darum, dass man diese Power Positions hält und sich das Snipe ergattert, weil dann kann man die Gegner von der Power Position wegholen und sie müssten einen dann pushen, weil sie ja weniger Kills haben. Und dann ergibt sich die Misere. Deswegen kann man das Gameplay, wenn man so will, eigentlich als vercampt ansehen. Wäre aber in diesem Fall dumm gewesen, irgendetwas anderes zu machen. Und auch generell in jedem anderen Fall. Außer man kämpft gegen die kompletten Vollnoobs. Aber diese Map ist eben sehr Power-Position-lastig. Genau. Generell Halo 3 Team Doubles sind das leider geworden. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe heute ein kleines Thema. Mal sehen, wie weit ich damit komme, weil ich sehe, das Gameplay ist nicht so lang. Und das nennt sich die Fortsetzungen. Nach der E3 dieses Jahr hat eigentlich jeder bemängelt, dass es so viel Fortsetzungen gibt und dass eben diese Innovation fehlt. Aber ich meine eigentlich, dass die Fortsetzungen das Falsche ist, was man schimpft. Weil die Fortsetzungen an sich sind ja nichts Schlimmes. Ich finde, Fortsetzungen an sich sind überhaupt gar nichts Schlimmes. Ich mag Fortsetzungen sogar sehr gerne. Warum? Weil es gibt zumindest bei den meisten Reihen, die ich mag, Charaktere, mit denen ich mich verbunden gefühlt haben, nicht nur Charaktere, sondern auch ein ganzes Universum. Und eben diese ganze Welt, diese ganze Story, die eben um diese eine Serie drumherum sich aufgebaut hat mit der Zeit, die gibt es eben und die, ja, die interessiert mich ja eigentlich. Die möchte ich ja eigentlich immer mal wieder weiter erleben. Es ist so, wie wenn ich einen Film schaue und dort Charaktere, die cool sind, drin sind und ich eigentlich mehr von den Charakteren wissen möchte, mehr von ihnen erfahren möchte, aber es geht nicht, weil der Film ist bereits aus. Und deswegen finde ich Fortsetzungen insofern eben eigentlich schon sehr toll, weil ich eben mehr von diesen Charakteren erfahre. Das heißt, die Fortsetzungen an sich sind nicht das Schlimme. Was das Schlimme ist, ist die Innovationslosigkeit an den Fortsetzungen. Und die kommt meines Erachtens daher, dass Fortsetzungen zumindest heutzutage scheinbar immer nach einem gewissen Plan rauskommen müssen. Es muss jedes Jahr dann die und die Fortsetzung zu der und der Serie rausgedrückt werden. Bestes Beispiel ist mal wieder Call of Duty. Call of Duty bildet da sehr gerne ein Beispiel, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, weil Call of Duty der übelste Kommerz geworden ist. Ja, aber das ist ja alles nichts Neues. Und deswegen finde ich eben das nicht richtig, wenn man dauernd gegen die Fortsetzungen schimpft, weil eine Fortsetzung an sich kann ja auch sehr viel Innovation bringen. Gut, eine Fortsetzung sollte natürlich auch nicht zu viel Informationen bringen, weil das Gameplay und generell das, was man gewohnt ist, was man von der Serie kennt, sollte ja beibehalten bleiben, weil man sonst einen Stilbruch kriegt und ein Stilbruch ist ja bei einer Serie meist fatal. Siehe Halo Reach hat in gewisser Weise, wenn man will, einen leichten Stilbruch gegeben. Keinen starken, aber trotzdem einen leichten mit den Armor-Abilities und so und wurde relativ geflamed. Von der Community, zumindest von der Hardcore-Community. generell sieht man auch einfach an den Online-Zahlen im Vergleich zu Halo 3, dass Reach einfach nicht so beliebt ist wie Halo 3 und die Vorgänger. Ja. Und, ja, das ist eben. Ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Das habe ich vergessen. Krass. Verpeilt for the win. Nee, genau. Und, deswegen sollte natürlich eine
Fortsetzung nicht zu viel Innovation bieten, wenn man so will, oder nicht zu viel ändern. Aber natürlich sollte sie auch nicht komplett gleich bleiben. Und somit kann eine Fortsetzung schon innovationsreich sein, aber muss es auch nicht unbedingt. Mit anderen Worten, es ist schon wenig Innovation da, wenn man nur Fortsetzungen hat. Aber ich meine, das ist ja auch nichts Schlechtes. Manchmal möchte man einfach nur, ja, wenn man will, diese Innovationslosigkeit haben. Man möchte das, was man hatte, nochmal haben. Mit eben vielleicht ein paar Veränderungen, mit ein paar Verbesserungen zum Vorgänger. Ich sehne mich auch zurück zu den einfachen Shootern zum Beispiel, die auf simples Gameplay gesetzt haben, wo nicht irgendwie ziemlich viel Krach-Bumm, Killstreaks und Punkte und Zeug die Spieler gelockt haben, sondern wo einfach das Gameplay an sich das war, was einen am Spiel gehalten hat. Und davon gibt es nur noch wenige Spiele. Ich bin mal so dreist und zähle Halo mit dazu, weil ich finde, dass zumindest Halo 3 in Reach wurde schon ein bisschen verfälscht, in Halo 4 werden wir sehen, wie es wird. Hat das Gameplay, war eben schon dieser Grundaspekt immer das Gameplay, das mich am Spielen gehalten hat, das mich an dem Game fasziniert hat und nichts anderes. Und mit den Freischaltungen Halo 4 und so und Klassen und Zeug, mal sehen, ob es da immer noch das Gameplay pur ist, das überzeugt, oder ob es eben auch versucht, anders zu locken. Aber nun gut, das Gameplay ist zu Ende. Und deswegen verabschiede ich mich. Ciao, tschüss, sagt der Quert. Ich hoffe, das Thema hat gefallen. Schreibt doch eure Meinung unten rein. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ciao, tschüss, sagt der Quert.